Und damit herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, genauer gesagt. Und ja, erstmal schließen, so. Also ich habe mal geguckt in der Aufnahme in der letzten Folge, ja, es ruckelt. Ziemlich, also was heißt, an manchen Stellen ziemlich stark, an manchen Stellen geht's wieder. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Also ich habe es jetzt mal hier ein bisschen ausprobiert. Und hier, wie ihr es auch gerade sehen könnt, läuft es flüssig. Ich hoffe, dass es so bleibt. Falls nicht, muss ich mal gucken, was ich mache. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht herausgefunden, woran es lag. Also nicht direkt. Naja, wir spielen erstmal weiter. Und dann halt beim Prüfen habe ich gesehen, dass man da hinten buddeln kann. Achso, ich habe nur Teile gefunden. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich hier runter kann. Da ist eine Höhle. Weil hinten geht es eigentlich nur weiter. Hier ist ja noch was zum Sammeln. So. Ich dachte gerade gern versuchen runterzuspringen, aber ich traue mich einfach nicht. Komme ich da überhaupt wieder hoch dann irgendwie? Sie darf ja ins Wasser springen, also da hat nichts passiert, aber wie komme ich dann wieder hoch? Ach, ich komme da bestimmt irgendwie runter. Gut, dass man immer wieder zu jedem Areal kann. Komm, wir machen da jetzt mal zu zweit auf. Kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Da. Siehst du das? Schön. Das muss Kubakyaku sein. Wir müssen da runter. Oh. Können wir ja. Kann der auch so klettern wie wir? Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Sicher ist das ein Weg. Oh. Oh. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Ja, wenn sie runtergefallen wären, hätte er sich abstützen können. Oh, das war jetzt aber knapp. Alles klar. Wie gesagt, er hätte sich abstützen können und hätte ins Wasser springen können dort. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über... Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. So, jetzt hat er sich selber unterbrochen. Der Kerl, was ist denn hier? Oh. Sprachen lernen. Ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Also nicht wundern, wenn ich immer im Spiel mal irgendwo hingucke, so irgendwo viel Zeug ist und mal so die Kamera hin und her schwenk. Das mache ich, um zu gucken, zum Beispiel hier, mache ich, um zu gucken, ob es wirklich noch flüssig läuft auf OBS. So, dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Sieht zu weiß aus, als könnte ich da klettern. Ich will da aber nicht hinspringen, weil da sterbe ich bloß wieder. Wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht.
Was hat denn der da Schönes gefunden? Eine Lama-Figur. Der Kanopa dient als Gefäß für Opfergaben wie Kakao und Talg. Der gefüllte Kanopa wird zu Beginn der Erntezeit als Geschenk an Pachamama, die Muttergöttin, auf das Feld eines Bauern geworfen. Wird das Geschenk angenommen, erwarten den Bauern angeblich eine reichhaltige Ernte und ein erfolgreiches Zuchtjahr. Schön. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Welche Brücke? Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Ja, dann drehen wir da noch. Ja, spring halt runter. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Das Wasser muss zu dem... Oh, der Eimer leckt. Das Wasser muss zu den... Hä? Noch einmal, noch ein Versuch. Dann muss ich mich da beeilen, weil ich da irgendwas... Auf der Brücke war noch Schnell. Eine Seilspule. Ich kann es kaum noch halten. Ja. Huh. Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Ja, das weiß ich ja, aber dann? Machen wir es nochmal. So. Ach so, halte, nein, halte es doch. Oh, jetzt habe ich es kapiert, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Dann machen wir das noch einmal und dann muss ich das da verbinden miteinander. Komm, streng dich mal ein bisschen mehr an. Halt es mal ein bisschen länger hier. So. Genau. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Das war's. Gehen wir rüber. Jetzt zieht's die Brücke hoch. Cool. Yay. Perfekt. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. So ganz unterschwellig die Jaguare erwähnt.
drückt sie F4, um eine Wahrnehmungskräutermischung zu nutzen. Wahrnehmung ermöglicht leere Tiere und natürlich ist das zu spüren. Kann ich doch sowieso die ganze Zeit mit Q, oder? Also. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Nehmen wir mal alles mit. Aber Tiere sollte ich vielleicht wirklich mehr jagen. Tap. Aha. Okay. Ach, das ist immer, was wir erforscht haben. Konzentrationspflanze. Hey. Heilen. F1. Halt. Da liegt schon wieder so ein totes. Oh wei. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt ein Dad in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... Oder? Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Nein, ich wollte nicht schießen. So. Da ist ein Lager. Oh. Vielversprechend. Wie ging das Rätsel gleich nochmal? Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Wie weit wird es wohl nach Kuvakyaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen. Aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Verdammt, ich wollte den Hasen erledigen, aber... Der ist dann in das Gebüsch gehopft. Aber ich muss das jetzt mal... Warte kurz. Nein, nein, nein. Wie breche ich denn den Schuss ab? Ah, okay. Einfach nur zielen loslassen. Hocken wir uns da mal kurz hin. Weil ich habe anscheinend wieder eine Fähigkeit. Nee, habe ich nicht. Hä, warum war das? Warum ist da ein Ausrufezeichen? Hä? Erhalten? Okay. So. Inventar. Kann ich das upgraden? Kann ich da upgraden? Nein, kann ich. Ich kann auch nichts upgraden. Dann kann ich eigentlich auch direkt wieder raus aus dem. Was ist denn hier so? Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Okay. Ja, wo will die denn hin? Unbekanntes Gebiet. Das sieht sehr nach Fallen aus. Und ob. Ich bin gerade so aufgeregt irgendwie, weil die ganze Zeit denke, kippt irgendwas. Ist eine Falle ist. Nein? Hä? Wo gucken die hin? Hä, wieso guckt die ganze Zeit nach oben?
Ist da. Hm. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Es ist so. Weil theoretisch kommst du. Ach, da kommst du hier wahrscheinlich wieder raus. Kann ich da springen? Oder. Also, wenn ich hier springe, bin ich tot. Also, das ist ja mal safe. Was ist, wenn ich hier? Nein! Oh, oh, oh Gott. Da? Unbekanntes Gebiet. M. M? Map? 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 Kann ich auch nicht öffnen. Achso, es ist Tab. Oh. Ach, ist das ein Grab? Ach, wir haben ein Grab gefunden. Hä, das wurde mir aber gar nicht gesagt. Oder? Ja, aber da ist ja trotzdem dann die Frage. Wahrscheinlich kann ich das aufspringen. Da komme ich gerade einfach nicht weiter. Gut, dann gehen wir einfach mal zurück. Mann, da muss ich jetzt hier wieder rumkraxeln. Lalala, ich wälze mich im Trick. Tja, ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, wir sollten erstmal zu dir. Hast du was gefunden? Wurzeln und Ruinen. Gehen wir dann jetzt weiter? Ja, los. Ja, ich weiß nicht, ob man da hätte was machen können. Vor allem jetzt ist es. Die Karte. Wo bin ich da her? Warte, ich stelle mich da jetzt mal direkt davor. Weil hier geht es ja auch noch irgendwo hoch. Was? Herausforderungsgrab? Ist das jetzt der Grab? Warte, jetzt pass auf, wenn ich jetzt dir. Hey, wie kann ich sowas übersehen? Wenn ich mir jetzt hier davor stelle, warte, pass auf. Ich will da nicht reingehen. Ich gucke jetzt nur Tab. Okay. Ah ja, da stand schon Herausforderungsgrab. Okay, ja. Gut. Ist auch so gelb markiert. Dann wird es so ein Grab sein. Gräber machen wir später. Spielen wir erstmal ein bisschen in der Story weiter. Unmöglich. Voll. Ich kann nicht mehr tragen. Kann ich hier mal was zermischen oder? Lecker, lecker, lecker. Ich glaube, da kommen wir raus. Was? Wo? Ja, dann komm halt. Ich bin doch schon längst da. Hä? Die Wand ist schön, oder? Ah, brauchen wir wieder Jonah, zwei Leute. Hilf mir mal. Und drei. 2, 1. Gott! Lara! Komm schon! Lara! Nimm die Leuchtpistole! Wo hat sie eigentlich ihren Bogen? Scheiße, Lara!
Der Rücken. Oh, ich muss ja kämpfen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Oh Gott. Kann ich ihm schon helfen? Nee. Nein, ich habe daneben geschossen. Ja, ich kämpfe ja schon. Alles gut. F4. Ich mache mir so eine Wahrnehmungspflanze. Ja, ja. Ganz ruhig. Nein, daneben. Nein, jetzt hat er sich geduckt. Böses Kätzchen. Ah, jetzt. Bin ja schon da. Ah, der Rücken. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Gottes Willen. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Hey, wir waren doch erst beim Lager. Oh, der Rücken. Huiuiui, der sieht echt übel aus. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Hm. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Hm.
Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Ah, wie cool. Das Croft-Anwesen. Yay! Erstmal ein Tässchen an den Tee trinken. Oh, was für ein Anwesen, ey. Als wenn du da wohnst, ne? What the fuck? Schau dir an, was die hat. Die hat ja eine heftige Kindheit gehabt. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Ja, genau. Hier 20 Kilo Kettleball. Oder wie? Steht da drauf, wie viel Kilo das sind? Nee, steht nicht drauf. Das habt ihr nicht gesehen. Ich dachte schon, das dreht sich echt. Irgendwie. Das wäre krass gewesen. Aber früher hätte sie nicht so klettern können, oder? Wie kommt die da eigentlich drauf? Ich habe gar keine Leiter. Hey! Ah, die Musik, ey. Die erinnert an so ein Spiel wie, keine Ahnung, Planet Coaster oder sowas. Verbotene Grab ruft. Der Boden gibt nach. Ja. Lara stürzt in die Dunkelheit. Alles erkunden. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. Als ob die da hochklettert. Niemals. Pass auf. Nee. Oh, guck mal, ein Häslein. Ja, genau. Läuft ein Häslein so einfach bei dir vorbei. Passiert mir täglich. Immer. Vor der Haustür. Düt. Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie blutrünstig sind? Achso, der Hase war eine Bestie. Ah, guck an. Ich kann aber nicht wirklich... Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Oh, Alter, also wenn sie hier runterfällt, ne, das tut bestimmt weh. Vor allem als Kind, ne? Oh, hier war ich ja schon. Ich will die nochmal mitnehmen. Die brauche ich bestimmt irgendwo. Das hat nicht gereicht. Komm, die nehmen wir mit. Yay! Und jetzt die Kettleball auf den Kopf. Hey, da unten lag ja auch eine. Ja, gut. Egal. Oh, hier geht's auch noch lang. Erstaunlich.
Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Kann ich wieder nichts machen? Ich leg die jetzt nochmal rein. Geht das? Ja, perfekt. So, ist die aufgeräumt. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Also, ich muss da irgendwie hochklettern. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. So, okay, das ist anscheinend hier echt verboten. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Nein, das Fenster offen. Sie hat nicht viel Zeit. Jetzt hören wir wieder nicht, was er sagt. Tapfere Abenteuerin. Die Burg erklimmen. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Ja, das habe ich auch immer als Kinder gemacht. Also, ich meine, andere Hobbys. Wieso? Oh. Ach, ich dachte, es bricht wieder, weil das schon so abgebrochen ausgesehen hat. Game of Thrones. Ist höher als erwartet. Darüber. Oh nein. Komme ich da hoch? Ja. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Alter, sie traut sich. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Man hätte auch einfach die Tür nehmen können. Psst, geh weg! Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Ja, ich dachte auch nicht dran denken, wenn ich oben an so einer Klippe stehen würde. Oh wei. Ja? Ja, ah, gleich despawn. Okay, damit Papa es nicht findet. Moment, nochmal nach oben hier und dann darüber. Fast geschafft. Zerlegt das ganze Haus hier. Und hopp. Jawohl. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Hey, ich dachte, die Rüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Alles gut. Alles gut. Kann man hier eigentlich auch Secrets oder so finden? Nee, ne? Eher nicht. Sie ist ganz nah. Kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Achso, das Glas soll das unsichtbare Kraftfeld sein. Boah, krass. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Boah, krass. Guck dir dieses Anwesen an. Ich glaube, das ist das Croft-Anwesen, oder? Es wird kein Internat sein. Weil das war ja ihr Vater. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Ew. Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Kein einziger blauer Fleck. Das ist Iron Man.
wollte nicht reingehen. Oder? Endlich doch. Betritt sie das verbotene Grab. Wow. Ein Rätsel. Wie lieb. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Die weiße Königin finden. Okay, also das ist wirklich ein Rätsel. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich guck nur ein bisschen. Ach, das ist der Spielplatz draußen. Die Koordinaten können ich guck mich nur noch ein bisschen um. Kann man sich die Dinge angucken? Ja. Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Was ist da drin? Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Ah. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Wahrscheinlich. Müssen wir uns ein bisschen merken, dass da was ist. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Der Kopf von König David, vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Ein Zitat von Chaucer: Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Kann man, ich lass mal so stehen. Harnisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Unsere Heldin hat Jahre gebraucht, um diese Karte zu erstellen. Sie hat in staubigen Bibliotheken nächtelang alte Bücher gewälzt, versunkene Schiffe ihrer Schätze beraubt und jede noch so vage Spur verfolgt. Wenn es ihr gelingt, den Schatz zu bergen, erweist sich unsere mutige Abenteurerin vielleicht als würdig, Lord Richard Crofts Assistentin zu werden. Ach, da ist das Castle Tower, da sind wir hoch, dann über das Glasfenster und dann hier irgendwie rein. Also die hat da wirklich einen Plan gemacht. Okay. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Ich muss mir trotzdem noch das Restliche anschauen, ist ja nicht mehr viel, sorry. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Croft Private Collection. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Ah, das sind genau die gleichen Bücher. Schaut euch das Bild an. Geht gerade nicht, weil es hier reflektiert, so. Da links dieser komische Jesus mit dem gelben Licht über dem Kopf und dann da genau das gleiche. 1:1. Und da drüben, glaube ich, war auch das gleiche Buch hier. Aber fangen wir jetzt mal an. Jetzt gehen wir mal zum Globus, weil das sollten wir zuerst sein. Wir haben 90. Dann nehmen wir mal in die andere Richtung. Ich will hier irgendwie abbrechen. Ja, ich hab 90 irgendwie. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Nord. Und 90 West. Warte, war das, oder? Warte kurz.
90 Ost, okay, also deswegen sind wir nicht richtig. Jetzt sind wir Ost. Hätte ich doch nach rechts drehen sollen, ha? Aber gleich haben wir's. 90 Ost? Ja? Ich kann irgendwie nichts bestätigen. Ja? Gut, ich drehe einfach mal weiter. Dann machen wir hier 30 Nord war es, glaube ich. Nee, da ist ja nur Ost und West. Neunzig Ost war's. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja, das ist mir schon klar, aber ich komme hier nicht mehr weg. Was muss ich denn da drücken, um da wegzukommen? 90 Ost. Ja, AD. Schön. Ich bin doch schon bei 90 Ost. Oder nicht? Jo. AC. Oh, dass die das nicht hinschreiben. Ich hätte es beinahe das Spiel neu gestartet. So. Und 30 Nord. Also da lang. Lässt die Liebe Licht um Toast. Geschafft! Alles klar. Okay. Die Schilder müssen... Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt was machen muss. Oder ob ich erstmal da hoch muss. Ich gehe jetzt erstmal da hoch. Da hoch. Oh nein. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Boah, geil. Also sowas hätte ich auch gern daheim. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn das ein Tyrannosaurus Rex ist, ein ausgewachsener, fressiger Wesen. Aber gut, dass sie da dazu geschrieben haben, oder gesagt haben, Baby. Ja, klar, ich nehme auch immer die Briefe von meinem Dad. Kann ich das nicht lesen, oder was? Ist jetzt vorbei mit Lesen, habe ich zu viel gelesen? Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Naja, es geht. Habe ich schon mal schlimmer erlebt bei Puppen oder sowas. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Es sieht echt ekelhaft aus. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht angucken kann. Aber okay. Geht anscheinend auch nicht alles. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Kann ich mir auch nicht anschauen. Kann ich mir auch nicht an... Doch, da. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Tja. Dann gehen wir mal dahin. Eine Ariki-Statue. Von den Cook-Inseln? Halt! Das kann ich mir anschauen. 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Oh, jetzt hast du kurz geruckelt. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen.
Was hat sie wohl betrachtet? So. Eine Stammesmaske aus Afrika. Aus Gold. Ashanti vielleicht. Die Todesmaske von Agamemnon. Gefunden in Mykene. So, ich glaube, jetzt haben wir uns alles mal angehört. Angeschaut. Aber hier kann ich ja wieder was drehen, oder? Ich mache mal Kuh. Wo ist die weiße Königin? Ich drehe mal, schauen wir mal. Oh Gott. Die Flügel entfalten sich. Gleich fängt das ganze Ding an Feuer zu fangen. Ah ja. Hätte ich gleich machen können, seht ihr? Als Kind mache ich auch sowas immer. Das kann man irgendwie jetzt zurückschieben hier. Perfekt. Der Schild reflektiert den Lichtstrahl. Ja. Du kannst da weg. Lass mal los, dann kannst du da auch weg. Lass mal los und dann... Also die Spielfiguren hier, also dieses... Dieses Schachbrett würde ich jetzt nicht sagen, aber dieses Brett, das zeigt ja schon richtig, dass hier in dem Raum Rätsel ist, ne? Also zum Verstecken ist das nicht großartig gedacht. In meinen Augen, weil wenn ich in einen Raum reingehe, wo du da so eine Fläche hast, wo du Spielfiguren verschieben kannst, da denke ich doch gleich, oh, hier ist ein Rätsel, was ich zu lösen habe. Aber wenn ich hier irgendwas verstecken will, theoretisch, dann ist es in meinen Augen nichts. Da weiß jeder sofort Bescheid. Aber gut, das Rätsel musst du erstmal lösen, aber ich meine, blöd gesagt, wenn das jetzt so eine ganz junge, keine Ahnung, 10-jährige Error machen kann. Da ist sie. Die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Ah, wie dreist. Die Treppe, die nach unten ist. Ich muss die weiße Königin befreien. Ja. Kann ich da wieder drehen? Aber da gehen auch die Lichter aus, oder? Jetzt kann ich sie befreien. Ich dachte halt, dass dann auch wieder alles aufgeht und das Licht weg ist und so. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Hä? Ach so, ja, das ist jetzt mal blöd, ne? Warte kurz, bleib mal da. Bleib mal da stehen. Das ist ja jetzt mal echt blöd. Weil, warte, wo war das? Plakat. Ach, da. Zur Sonne? Wo ist die Sonne hier? Was soll die Sonne darstellen? Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach mal in Richtung des Bildes. Nee, ich glaube einfach nur hier reinschieben. Dann machen wir das schnell so. Schieben wir den wieder zurück. So. Lass los. Und dann diese Spielfigur. Wir probieren es mal hier. Ich denke mal, dass das funktionieren sollte. Ah, nicht so weit. So. Und dann... So, loslassen. Ab. Oh, ich kann den nicht schieben. Ich kann den nur ziehen. Und dann müsste die in die Mitte gehen. Jawohl. Erstaunlich. Ja, ich glaube, der Vater von ihr hat echt keine Hobbys. Aber sowas mit ist voll geil. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte...
Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah. Oh, ich wollte das Gespräch jetzt nicht beenden. Ups. Ja gut, egal. Ich kann da oben gar nicht. Ach so, ich hab. Ach, das ist der Jaguar. Das ist der Jaguarfell, den wir gekillt haben. Den tue ich schon drum. Der ist cool. Vorteile Torso. Jetzt pass auf. Feind Entdeckungen. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken. Und als Bedrohung zu identifizieren. Klar, so ein Puma-Fell. Puma ist nicht so schlimm wie Lara. Vorteile Beine. Lautlose Bewegung. Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist. Vorteile? Keine. Ja, gut. Ne? Kann ich auch ausziehen. Vorteil Torso. Okay. Ja, gut. Kurz zurück. Tun Sie das Gespräch fortsetzen? Nö. Dann gucken wir nochmal hier schnell. Fertigkeitspunkt. Da haben wir oben ja mal. Gut, das haben wir ja schon erhalten. Da oben brauchen wir zu viel. Sehen Sie Artefakte mal. Schatz mit Überlebensinstinkt. Artefakte und Monolithen und Archivarkarten. Forschertaschen. Ich glaube, das würde ich auch gerne machen, weil das ist ganz praktisch. Das kann ich nicht machen. Sie können schneller schwimmen. Das wäre auch ganz nice, aber ich weiß jetzt extra gar nicht, wie oft wir schwimmen müssen. Das kriege ich nicht. Menschengemachte Herstellungsressourcen, die sie aus jeder Quelle erhalten. Ja, das ist. Das klingt auch nicht. Erhöht seltene Tiere? Okay. Okay, ich glaube, dass ich das da mache. Achso, kann ich gar nicht. Nein, brauche ich 2 Fähigkeitspunkte. Ja, dann mache ich das. Oder soll man es sammeln?
Weiß auch nicht, wie... Was ist das? Ja, das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Erhöht die Zeit des genaueren Ziels bei aufgeladenen Schüssen. Das Ziehen von dem Kopf eines Feindes aktiviert. Kopftreffer, Zielunterstützung. Ja, weiß ich, eins von den beiden eventuell. Ich mach mal das. Ich will jetzt noch nicht sammeln. Ich will es ein bisschen ausgeben. So. Aber. Ach, was es auch ist, wir schaffen es schon. Mach jetzt reden so weiter. Als gestern geht's ja nicht, oder? Naja, gut. Da wir eh wieder am Lagerfeuer sitzen und jetzt ein kleines Träumchen hatten mit der jungen Lara, würde ich mal sagen, dass ich hier schon 56 Minuten, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss.